Das ist ein schwarzes Loch. So, dass es sich 3 scannen. Oh, die haben eine neue Animation für ein schwarzes Loch. Coole Sache das. Dann machen wir mal ein Foto mit der Kurier mit dem UGC-Logo an der Seite. Drive assist on. Geil, das schwarze Loch ist auch meins. Ja. Effekt von dem UAS ist ja echt für die Verzerrung. Mhm. Einen Piloten erwischt. Na sowas. SRV. Ja.
Schnell abliefern. Und dann ab da mit dem SRV in die ins Schiffchen zum Reparieren. Ja. Vorstellen, dass sie die Absturzstellen nur deswegen reingeballert haben. Eine oder ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diese unbekannten Arche-Artefakte an den Absturzstellen nur deswegen reingeballert haben.
weil sich etliche Leute beschwert haben, dass es so lange dauert, die 25 Fragmente zusammenzukriegen. Also damit natürlich auch für mich auslösen. Schwarz ist hier auch noch ja einfach nur eine runde Kugel. Heute sieht das wirklich stark aus. Haben sie nett gemacht. Unsere Tochter ist da. Auch etwas, das kann man sich nur als Explorer erlauben. Einfach mal aufstehen und die Tür aufmachen. Thank you.
genau. Ich doch in dem System mit dem schwarzen Loch auch noch einen Neutronenstern oder einen weißen Zwerg? Eins von beiden. Ich tippe mal auf weißen Zwerg. Auch wieder Früchte. Naja, aber scannen kann ich ihn doch trotzdem, oder? Ich weiß, weiße Zwerge haben größere. Einen größeren Radius, wo man reingeraten kann. Hm? Die Leute werden mir sympathisch, sie haben alle. Wer? Ah, okay. Aber was auffällig ist, man ist jetzt halt durch, wird nur blau. Mhm. Das wäre ja schon fast wieder auffällig. Oh, Gold. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist das Zeug, weswegen sie runtergeholt wurden. Oder aber das ist das Zeug, weswegen sie abgeschossen wurden, fehlt jetzt. Und es gibt eine dritte Möglichkeit. War dem scheißegal. Insgesamt liegen da fünf Schiffe. Ja, meine ich doch. Deswegen ja fünf. Dadurch erst schaffen. Sind die Keulen. Es muss ein weißer Zwerg sein.